Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wird es ein Unboxing. Ich habe über FedEx was bekommen. Ich habe das Paket schon ausgepackt, aber das eigentliche Produkt halt noch nicht. Das habe ich im Livestream gemacht, um euch da schon ein bisschen was sagen zu können, weil ich nicht wusste, wann ich dieses Video machen kann, weil, wie gesagt, unsere Tochter momentan mit Schlafen ein bisschen schlecht ist. Mal gucken, ist hier noch was drin, was wichtig ist. Packing, okay. Gut, weil unsere Tochter, wie gesagt, momentan nicht so wirklich durchschläft. Und ja, wir da halt nicht zu so viel kommen. So. Warte, hier muss ich noch auspacken. Also wie gesagt, bis so hatte ich es ausgepackt und im Livestream gezeigt. Jetzt kommt das richtige Unboxing. Und zwar ist Mad Catz wieder da. Ja. Mad Catz hat ja Konkurs angemeldet, weil es nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich laufen sollte. Und jetzt sind sie wieder da. Ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt nur Mad Catz wiederkommt oder ob auch Triton wieder da ist oder wiederkommt. Aber schon mal toll, dass Mad Catz wieder da ist. Und ich habe jetzt hier die Red Pro S3. Aber es sind ja Punkte dazwischen. Also RAT Pro S3. Und die packen wir jetzt einfach mal aus. Die werden wir nachher auch noch testen. Die werden wir noch anschließen am PC. Muss ich mal gucken. Doch, hier geht es doch auf, oder? Immer noch kein Anfang. Ja, sorry Leute, ist halt nicht geskriptet und auch nicht vorbereitet. Weil sowas kann man halt nicht vorbereiten. Das geht ja schlecht. Und darin könnt ihr auch sehen, ich habe es nicht wieder eingepackt oder irgendwie sowas. Ich habe es wirklich noch nicht ausgepackt gehabt. Also wenn ihr jetzt komische Geräusche im Hintergrund hört, dann könnte das meine Tochter sein, weil die ist hier unten, die Kleine, mit ihrer Mutter. Die sind gerade am Stillen. Also sie stillt meine Tochter. So, haben wir das jetzt? Jetzt haben wir das. Jetzt sollte das auch okay sein. Ne, an der Seite ist auch noch. Aber hier ist gut, hier kann man drunter kommen. Hier kann ich so aufmachen. So, jetzt aber, jo, jetzt haben wir es. Jetzt kriegen wir es nach vorne einfach aufgeklappt. Ist immer noch drinne, müssen wir mal gucken. Ah, hier oben. Wie kriegen wir das denn jetzt hier auf? Also aufklappen hier unten schön, aber wir kriegen die Maus ja noch nicht raus. Achso, hier oben umklinken. Ah, okay. Oh, so, jetzt haben wir sie raus. Das ist ja ein Akt.
So. Verpackung geil, rauskriegen. Oh, geil. Das stößt mir doch gleich wieder so ein Gimmick ins Auge. Das haben sie beibehalten. Also es war früher so üblich, wenn man ein Madcats-Produkt geholt hat, also Maus, Tastatur, Headset war ja nicht von Mad, doch Madcats hat glaube ich auch einen, hat er damals mal auch ein Headset und dann kam ja Triton, glaube ich. So, da war es halt üblich, da hat man halt normalerweise immer so ein Prospekt, also Quatsch, so eine Bedienungsanleitung gekriegt und Aufkleber in verschiedenen Größen für einen PC oder für einen Laptop. War halt immer mit bei. Kann man das auch sehen. Und die haben sie beibehalten. Die sind immer noch mit bei. Das finde ich geil. Kann ich es euch mal näher zeigen. Das ist positiv. Ja, gut. Hier ist jetzt nicht so viel. Hier haben wir jetzt halt erklärt, dass wir damit ein bisschen was machen können. Hardware kommt ja erst später dran, die gucken wir uns gleich im nächsten Video an. Ja, und hier ist das gute Stück. Kann ich euch schon verraten, der USB ist vergoldet. Der Kabel ist gesleeved, das ist schon mal cool. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir uns die Hardware jetzt hier ein bisschen genauer angucken. Ich zoome euch mal ran, dass ihr das jetzt so ein bisschen besser seht. So. So, die gucken wir uns im nächsten Video dann etwas genauer an, holen die mal richtig aus der Verpackung raus, gucken mal an, wie sie verarbeitet ist und ja, wie sie sich so anfühlt. Und später machen wir sie dann noch am PC ran und dann gibt es so die ersten Erfahrungen, so hands-on-mäßig am PC. Also das war jetzt hier, ist alles hands-on, weil, wie gesagt, noch nicht vorher getestet, irgendwas dergleichen. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.